Was trinkt man heute, Rico? Da erstmal mal wieder recht herzlich willkommen bei den Testoleros Pülligen. Sehr schön. Feldinsbräu. Trink mal kurz meinen. Für Menschen kleine raus. Menschen. Pülligen, helles. Prognose? 5,2. Ich würde sagen, das kann schon an Gold grenzen. So, hier ein kleiner Auszug aus dem Wörterbuch. Pülligen, das umgangssprachlich Verkleinerungsform von Pulle ist. Pulle bzw. Flasche. Ein kleines Fläschchen. Das helle Pülligen ist ein mildes und süffiges Hellbier mit besonderem Charakter. Der angenehme... Was? Das ist aber nicht mehr jugendfrei, du. Die angenehme Piep, Spritzigkeit... Das feine Aroma und die dezente Hopfennote machen das helle Pülligen zu einem besonderen Geschmackserlebnis. Gebraut nach dem, natürlich, deutschen Reinheitsgebot. Sagen wir hier, 43 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Brauerei Feltens. Feltins. Feltens. Feltins. Feltens. Versprecher könnt ihr aber halten. So, 5,2%. Ist noch gültig, 12.06.24, 0,33. Das überrascht mich aber, dass es verhaltbar ist. Manchmal geht's schon, ne? Auspacken oder wegpacken? Oder willst du da noch was vorlesen? Auf der Webseite von Pülligen, die hier unter dem Video natürlich verlinkt ist, steht nicht viel. Ne? Ja, so wie das aussieht, sind dick und doof groß geworden. Na, der ist Hansi und... Nee, wie heißen das mal? Wer heißen denn die? Max und Moritz. Ja, Max und Moritz, mein Gott. Max und Moritz und der Suppenkasper ist da auch noch mit drin. In der Suppe, in der Biersuppe. Genau. Alter, wie schafft denn der das? Der trinkt das Bier und das in einer Hand und der andere... Was macht denn der andere? Stark. Also mich spricht das auf jeden Fall an, sieht schön aus. Ja, wenn die Pulle größer wäre, dann würde ich auch sagen. Aber das ist ja das Ding, also das ist ja extra Pülligen. Das ist ja extra ein Bier. Ja, ja. 3 oder 4 Punkte. Also 4 Punkte würde es von mir kriegen, wenn hier der Verschluss anders wäre, ansonsten nur 3. 3 Punkte. Augensucht oder Augenflucht? Ich will aus der Flasche trinken. Nein, dann trinke ich aus dem Glas. Hatte ich ja letztes Mal schon. Beim Griechen. In Berlin. Oh. Hey. So. Das ist ja wirklich süffig. Einpacken, auspacken, anpacken, eingießen einpacken. Und dann ankicken. Kipp in. Schöne Farbe, schön klar, schön Kohlensäure. Der Schaum geht auch in Ordnung. Ansonsten finde ich die Farbe echt schön, oder? Guck mal, schön klar. Hat so eine schöne, schöne Blond. 4 Punkte gegeben. Ja. Gaumi oder Gaumtrieber? Mal sehen, was die Leber sagt. Ja? Prost. Prost. Oh, jetzt. Jetzt kommt eine hopfige Note raus. Ja, angenehm mild. Hinten. Bitter ist es nicht. Ja, es ist also wirklich sehr leichtes Bier. Leicht beleichtet Bier. Weil es nämlich nur 0,33. Dadurch, dass es so mild und am Ende halt diese leichte Hopfennote kriegt, ne? Eine leichte Säure habe ich auch. Aber nur minimal. Und bitter ist es an sich gar nicht, oder? Nee. Es ist kein Rosenpilz, so mild ist es nicht. Aber ja, das ist ein entspanntes, das ist schon saumild. Schönes Schankbier eigentlich. So ein Bier für die Feste. Mancher würde jetzt sagen, da fehlt mir jetzt ein bisschen der Charakter. Ja, ja, auf jeden Fall. Fehlt doch. Das ist so ein junger Leute-Bier ist das eigentlich, finde ich. Ja, so ein Allgemein-Bier. Also so ein entspanntes Bier, was man dann... was man gut trinken kann. So. Okay, ist jetzt so ein typisches, kann jeder trinken, fällt ihnen für Geld verdienen,
typische, Bier. Das ist ein typisches Feierbier, ist das. Bloß wir machen halt ein bisschen mehr vielleicht verspielt und so. Ja, 10 oder 11 kannst du geben. Da ist einfach zu wenig drin. Nicht nur an Volumen, sondern auch an Geschmack. Da ist einfach zu wenig drin. Das können wir schon geben. Naja. Aber da kriegt man mal wieder mit, dass wir dann schon einige Biere getrunken haben, ne? Dass du ein Säufer bist. Nee, ich bin Rico der Täufer, nicht der Säufer. Was, der Täufer? Der Täufer. Wie viele Spezialpunkte? Also ein Spezialpunkt auf jeden Fall für die Max und Moritz Andeutung mit dem Suppenkasper. Also eigentlich, also im Prinzip hat es ja alles, ne? Also von Aufklebermäßig, das mäßig, einen kleinen Schwenk aus dem Wörterbuch. Ja, fällt ihnen wie es was. Ja. Marketing ist. Naja, auch von mir Geschmack her ist das auch gut. Also, ne, ja. Die wissen auch, wie man braut. Ja, also die haben das hier auch punktgenau reingebracht. Ne? Mild, süffig. Naja, mit besonderem Charakter. Gut, das ist jetzt Geschmackssache. Angenehm spritzig auf jeden Fall. Feines Aroma, dezente Hopfennote auf jeden Fall. Die kommt hinten raus. Kopfkino. Wir müssten das mal antreten lassen gegen eine Dittmarscher, eine kleine mit dem Verschluss. Dittmarscher? Na, das ist. Wo willst du denn jetzt hin? Es ist lecker, definitiv ist wirklich lecker. Es kommt absolut in den obersten. Das geht jetzt hier um die Spezialpunkte. Mit in den obersten Bereich mit rein. 1,45. Nein. Pulliken. 89 Cent unter 1 Euro. Boah, das ist ja teuer. Eine Pulle, ja? Oder sind das jetzt zwei? Eine. Eine Pulle 89 Cent? Ja, das ist doch okay. Nee, nicht für 0,33, ja. Na doch, da hast du recht. Das stimmt. Den Spezialpunkt. Naja. Aber das kannst du dir gönnen, ey. Wirklich, ohne Scheiß. Wenn ihr wisst, was du nehmen sollst, nimmst du Pelliken, machst nichts falsch. Definitiv nicht. Ich dachte, hast du Rüder. Naja, hast du Rüder. Hast du Rüder, kannst du mal trinken, ja. Uwe noch. Uwe, ich sehe da kein Uwe. Ja, da warten wir aber erstmal ab. Oder meinst du, der Kasper ist der Uwe, so wie T ist? Ja, das sieht schon aus, so ein Uwe. Kommt da aus dem Fass aus. Ist der Uwe auch dabei? Max und Moritz. Wer ist eigentlich der Dicke von den beiden? Max. Wer ist Max und wer ist Moritz? Mein Moritz ist der Dicke, ist doch klar. Ist doch jeder. Max ist links und Moritz ist rechts, also Max ist der Dicke. Was ist denn das für ein Fake News? Da, Max links und Moritz. Die moderne Version als farbige Darstellung? Hä? Die moderne Version ist nur Farbe. Was? Wir haben doch bloß ausgemalt. Was ist da jetzt modern? Dass es in Farbe ist. Schwarz-Weiß-Fernseher, Farbfernseher. Hm. Genauer Zickenschulze, Winterbock, Naturtrieb. Ja, könnt ihr euch das Video mal ankicken vom letzten Mal. Vater und Sohn. Vater kauft sich einen Lügendetektor, der immer ein Geräusch macht, wenn man lügt. Kommt der Sohn nach Hause? Fragt der Vater. Und? Warst du heute in der Schule? Der Sohn. Ja. Detektor. Mäh. Wo ist er denn? Oh, ist jetzt unser Lügendetektor. Ist gut. Der Sohn. Okay, ich war im Kino. Okay, okay. War mit Freunden Bier trinken. Du hast was? In deinem Alter haben wir nie getrunken. Tja, ist halt dein Sohn, ne? Er hat die Mutter gesagt, oder was? Ja. Ach, verdammte Axt, Rosenpilz. Ich habe Rosenpilz aber noch nie gesehen, dass man das irgendwie kaufen kann. Ich bin mir sicher, Rosenpilz gibt es ja eigentlich gar nicht. Na klar. Das sind einfach irgendwelche Lügengeschichten. Also ich gehe eher mal davon aus, dass es wahrscheinlich ein regionales Bier ist. Ja, denn ja wohl Brandenburg regional, oder? Thüringen. Wo warst du? Ach so, na, ist ja Uni weit weg. Ja, ja. Und, Uwe? Nö. Manchmal ansatzweise. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn er das mal für ein paar Stunden stehen lässt, was natürlich keiner machen wird. Das ist halt ein Bier, was nur 33 ja, tja, komm. Gut. Finde ich auch. Oh, ich zähl nochmal. Oh. War so knapp? Ja, Tatsache. 19 und 4. 23. Siehst du, deshalb habe ich so
Ich habe dich ja gefragt. Naja, natürlich. Deshalb, so weit habe ich mir schon fast gedacht, dann wäre 23 oder 24. Gut. Silber. Aber oberstes Silber. Ja. Haben wir wieder einen Goldschimmer drin, oder? Ja, genau. 24 Punkte wäre Gold gewesen. Also, schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Und ja, die Luft nach oben, das ist halt, da fehlt ein bisschen der Charakter. Wenn der Charakter da aber wäre... Ein Geschmack. Ja, voll, das ist lecker. Das ist ja zu teuer einfach. Gebe ich dir recht, aber... Da ist der Punkt auf jeden Fall zu holen. Andererseits auch, jetzt muss man mal wirklich überlegen, was das für ein Brauverfahren ist. Und so. Okay, Felddienst. Ja. Hast du schon recht. Wenn ich jetzt sagen würde, wenn wir uns jetzt mal so Privatbrauereien angucken, gut, da holen die nochmal einen Euro drauf. Ne? Das ist halt immer so. Dafür sind es halt Privatbrauereien mit kleinen Mengen. Mini-Mengen, ja. Auf jeden Fall ist es für den sparsamen Biertrinker dann wahrscheinlich eher nichts, sondern nur ab und zu mal ein gemütliches Bierchen. Für einen, der auf milde Biere steht. Empfehlenswert für Einsteiger. Ja, das auf jeden Fall. Was trinkt man als nächstes? Naja, ich würde mal sagen, das, womit die Leber halt ein bisschen zu tun hat, ne? Dass die Leber mal auf Touren kommt. Rico hat wieder was richtig Gutes besorgt. Aber richtig gut. Ich freue mich schon richtig drauf. Das hat mich so angelächelt. Das gute alte Fölschlösschen aus der PET-Flasche. Plastik. Nächste Folge bin ich ja nicht dabei. Nee, das macht Rico nicht alleine, die Scheiße. Nee. Wenn ihr hauen, abonnieren, kommentieren und teilen alles, Leute. Genau, macht das. Und dann könnt ihr mal unterschreiben, was euer Lieblingsbier ist. Oder vielleicht habt ihr auch noch auch so milde Biere in der Art mal getrunken. Dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Schreibt es mal rein. Das würde mich mal interessieren. Bis dahin, haut rein und wir werden uns schon mal vorbereiten auf diese Challenge hier. Ja. Bis zum nächsten Mal.